Hallo, ihr fabelhaften Jungfraugeborenen und Jungfrau-Aszendenten. Ganz herzlich willkommen zum Liebeshoroskop für den Monat April 2017. Mein Name ist Antonia Langsdorf und ich bin eure Astrologin und führe euch durch die Konstellationen des Monats. Liebesplanet Venus steht fast den ganzen Monat über in eurem Partnerhaus und verheißt romantische Begegnungen. Wenn es euch wirklich erwischen sollte, lasst es aber auf jeden Fall langsam angehen. Liierte Jungfrauen können sehr romantische Momente mit ihrem Schatz erleben, wenn nicht Familienverpflichtungen dem im Wege stehen. Gleich gibt es mehr dazu. Vorher noch der Hinweis, dass ich auch diesmal wieder einen Preis verlose und wie das geht und mehr dazu dann am Ende des Videos. Bleibt also dran. Jetzt zu eurem Erlebnishintergrund, zu den länger wirkenden Aspekten. Also, das ist jetzt der letzte Monat, wo der Mondknoten noch im Zeichen Jungfrau steht. Der läuft ja rückwärts und geht dann im Mai in den Löwen, aber in diesem Monat steht er noch ganz Anfang Jungfrau und verheißt also die Möglichkeit, einen Seelenpartner zu treffen oder dass jemand in euch den Seelenpartner erkennt. Und das betrifft besonders die Geburtstagskinder vom 23. bis 28. August. Dann haben wir das Quadrat zur wilden Göttin Lilith, also ein Spannungsaspekt, die steht hier im Schützen für euch im Haus der Familie. Das kann jetzt mehrere Bedeutungen haben. Zunächst mal ist eine Begegnung mit Lilith, ob jetzt in Spannung oder in Harmonie, immer damit verbunden, dass man mit seiner eigenen inneren Göttin in Kontakt kommt. Und je nachdem, wie man bisher damit umgegangen ist, also mit der eigenen Weiblichkeit, mit der weiblichen Kraft oder wenn es Männer sind, was sie für ein Frauenthema haben. Haben sie Angst vor starken Frauen? Mögen sie starke Frauen? Da kann das natürlich, wenn es ein Quadrat ist, auch ein bisschen schmerzlich sein. Kann also mit einer schmerzlichen Erkenntnis verbunden sein. Vielleicht, dass man bisher die innere Göttin unterdrückt hatte oder dass man Schwierigkeiten mit dem Frauenthema hat. Aber durch dieses Quadrat kann eine Anregung erfolgen, sich damit zu beschäftigen und auseinanderzusetzen und darin weiterzukommen, ein bisschen Arbeit an sich selbst und an der Entdeckung der inneren Göttin zu leisten. Vom Haus her kann es sein, dass jemand in eurer Familie, dass vielleicht ein schwarzes Schaf auftaucht oder eine Frauenfigur auftaucht, die in der Familie für Unruhe sorgt. Und das Quadrat kann auch für euch jetzt, wenn ihr Frauen seid, bedeuten, dass eine Konkurrentin auftaucht und für Unruhe sorgt. Das sind also so die verschiedenen Deutungsebenen für die Lilith. Und das betrifft besonders die Geburtstagskinder, die vom 27. August bis 3. September Geburtstag haben. Dann habt ihr natürlich ja weiterhin noch und noch viele Jahre auch den Neptun, den Romantikplaneten des Tierkreises in eurem Partnerhaus hier in den Fischen stehen. Und diejenigen Jungfrauen, die davon also betroffen sind, die sind richtig lovestruck. Also da kann es wirklich passieren, dass man sich komplett verliebt und dann die rosa Brille aufhat. Und dieser Aspekt dauert dann auch eine ganze Weile, weil Neptun da immer sehr, sehr lange steht. Sollte es also euch passieren, dass ihr euch unsterblich verliebt habt und vielleicht die Sache nicht so ganz klar ist oder nicht zu passen scheint oder der andere gebunden ist, dann könnt ihr euch ja auch mal an mich wenden und wir gucken uns das Ganze dann mal in einer Beratung an. Aber diesen Aspekt, sich also Hals über Kopf und rettungslos zu verlieben und darüber auch völlig den jeglichen Realitätssinn zu verlieren, der euch ja sonst eigen ist, diesen Aspekt haben in diesem Monat besonders die Geburtstagskinder vom 3. bis 8. September. Und dann haben wir das Trigon zu Pluto, also ein entspannter Aspekt, ein guter Aspekt für euch hier aus dem Steinbock und aus eurem fünften Haus heraus. Das bedeutet, habe ich auch schon öfter erwähnt, viele Jungfrauen sind jetzt auf dem Weg, ihre Empfindungsfähigkeit in der Sexualität zu vertiefen, neue Erlebnisse zu haben, über Grenzen zu gehen, vielleicht auch sehr tiefe kreative Erlebnisse zu haben. Aber wenn ihr einen Partner habt, vor allen Dingen einen, dem ihr vertrauen könnt, dann könnt ihr eben da auch ganz tolle neue Sachen ausprobieren und vielleicht auch die eine oder andere Tabugrenze überschreiten, was die Sexualität angeht. Und das spüren in diesem Monat besonders die Geburtstagskinder, die zwischen dem 10. und 14. September Geburtstag haben. Dann ist da ja noch das Quadrat zu Saturn. Saturn wird diesen Monat eine ganz besonders große Rolle spielen. Und weil er nämlich auch in eine Spannung zur Venus gehen wird. Und die wird ab dem 3. und bis zum 22, Quatsch, bis zum 28. April ja in den Fischen stehen in eurem Partnerhaus.
Und da steht auch der Chiron und das kann also verheißen, dass ihr zwar eine tolle Liebesbegegnung habt, aber dass da auch verletzte Gefühle mit eine Rolle spielen. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, lasst es ganz langsam angehen. Und das Quadrat zu Saturn bedeutet Stress und Kritik in eurem Fall vielleicht von Seiten der Familie. Ich habe da ganz lang und ausführlich drüber gesprochen in der kosmischen Schwingung in meinem Jahreshoroskop. Also wenn ihr das Thema nochmal vertiefen wollt, dann schaut doch da auch bitte nochmal rein. Ich kann das jetzt hier nicht in jedem Monat alles wiederholen. Ist aber ein etwas stressiger Aspekt und hat oft zu tun mit Familie, Familienangehörigen oder auch älteren Partnern. Saturn ist ja auch die älteren Leute. Und da eben der fast wesentlichen Teil des Monats in einem harten Aspekt zur Venus stehen wird, und zwar in denselben Graden, werden das die Geburtstagskinder, die zwischen dem 8. und 18. und 22. September Geburtstag haben, besonders spüren. Was der Aspekt bedeutet, ja, da gehe ich gleich noch drauf ein, könnt ihr euch aber auch nochmal in der kosmischen Schwingung anschauen, da habe ich das auch ganz genau beschrieben. Jetzt gehen wir erstmal in die aktuellen Konstellationen für euch, beginnend mit dem Neumond vom März, der das Thema der nächsten 4 Wochen vorgibt. Der steht jetzt bei euch im 8. Haus, im Haus der Festpartnerschaft, der Ehe und der gemeinsamen Abmachungen. Und deswegen kann es bedeuten, einen Neuanfang in bestehenden Beziehungen wagen. Das können auch Freundschaften betreffen und familiäre Beziehungen. Was möchtet ihr zusammen ausprobieren, was ihr vorher noch nie gemeinsam gemacht habt? Darüber könntet ihr zu dem Neumond mal nachdenken. Der Monat startet dann mit der Sonne im Widder, auch in eurem 8. Ehehaus. Und die rückläufige Venus steht dort im Moment noch. Und natürlich schon seit langem der Uranus, der viele Jungfrauen in fester Beziehung auffordert, frischen Wind da hineinzubringen. Und der Merkur, der geht dann am 1. auch schon ins 9. Haus, so steht damit gut für euch. Merkur ist wichtig für die Jungfrauen, ist euer Herrscherplanet, bildet einen guten Aspekt hier zur Jungfrausonne und auch zu eurem Mondknoten. Und am 3. ist dann entsprechend auch gleich ein Top-Tag für euch, weil da haben wir nämlich einmal hier diese Verbindung, dass man eben wirklich jemanden kennenlernen kann oder eben auch die Seelenpartnerqualitäten im festen Partner neu entdecken kann. Und es kann sich da auch eine zarte Romantik entwickeln hier. Der Mond betont den Neptun nochmal. Aber das würde ich erstmal für euch behalten. Das würde ich jetzt noch gar nicht an die große Glocke hängen, sondern wirklich der Sache erstmal die Chance geben, ein wenig zu gedeihen und sich zu entwickeln. Dann haben wir den Mars, der steht für euch auch im 9. Haus, jetzt schon zu Beginn des Monats und noch bis zum 21. April. Da steht er sehr gut für euch, begünstigt also Pläne und auch Reisen. Pläne, wie gesagt, die sind ein bisschen unsicher in diesem Monat. Zunächst mal ist ja die Venus noch rückläufig, das kann Liebespläne erstmal nochmal. Also da würde ich erst noch mal abwarten mit Liebesplänen und am 10. wird ja dann der Merkur auch noch rückläufig. Trotzdem solltet ihr Pläne machen, denn selbst wenn die sich noch mal ändern, Pläne machen macht Spaß und man kann sie ja auch noch anpassen. Ne? Und dann habt ihr diese fantastische Konstellation hier mit dem Pluto in euer 5. Haus. Also da kann auch wirklich eine inspirierende Begegnung stattfinden. Vielleicht jemand, den ihr auf einer Reise trefft. Wir haben ja dann immerhin auch Osterferien, vielleicht seid ihr ja dann unterwegs, also das kann spannend für euch werden, kann euch aber mit diesem Quadrat hier zwischen Pluto und Jupiter auch eine Stange Geld kosten. Also es kann sein, dass ihr sehr angeregt seid oder auch vielleicht durch ein Kreativprojekt viel Geld auszugeben, da vielleicht auch ganz untypisch für euch zu übertreiben oder vielleicht auch, wenn ihr euch verliebt habt, dass ihr dann jemanden beeindrucken wollt. Das könnte bei euch tatsächlich zutreffen. An sich habt ihr Jupiter im Geldhaus, das ist erstmal gut für euch, weil er da ja auch Geld reinbringt, aber eben hier mit Jupiter die komplette Neigung ist zu übertreiben und vielleicht eben auch für euch selbst, für was Kreatives, um euch was Gutes zu tun, zu viel Geld auszugeben. Achtet mal einfach ein bisschen drauf. Wobei ja Jungfraugeborene eigentlich sich nie genug Gutes tun können, weil sie sowieso immer so kritisch und bescheiden sind. Ja. Die kritische Phase. Ah ne, hier ist noch ein Top-Tag für euch. Ah ne, den 3. habe ich ja schon erwähnt. Genau. Dann am 3.4. geht dann eben auch die Venus hier zurück in euer Partnerhaus, wieder in die Fische, ins Begegnungshaus. Am 7. beginnt die kritische Phase, die ich in der kosmischen Schwingung schon beschrieben habe. Da aktiviert die Sonne eben diese Spannung hier zwischen Jupiter und Pluto.
Und da das jetzt bei euch hier im achten Haus auch stattfindet, achtes Haus ist ja die feste Beziehung, fünftes Haus ist eventuell die Affäre, zweites Haus, da geht es um euer Selbstwert und um euer Geld. Da sind jetzt mehrere Szenarien denkbar. Vielleicht hat auch die eine oder andere Jungfrau eine Affäre angefangen, um ihr Selbstwertgefühl ein bisschen zu steigern. Aber das ist jetzt problematisch, wenn ihr in einer festen Beziehung seid. Und da können dann eben Sachen rauskommen. Vielleicht auch, dass jemand, der in euch verliebt ist, sich jetzt meldet und sagt, ich will das jetzt endlich, dass das mal offengelegt wird oder eben ein Geheimnis ausplaudert. Das ist eine heikle Zeit für euch. Also vom 7. bis zum 14. ist diese Phase sehr heikel und es können Sachen auffliegen. Ne? Ich habe hier auch notiert, dem Partner keinen Anlass zur Eifersucht geben. Ne? Je nachdem, wie diese Mars-Pluto-Verbindung hier bei euch beschaffen ist, vielleicht habt ihr auch jemanden im Urlaub kennengelernt, kann das eben hier wirklich zu Problemen in festen Beziehungen führen. Wenn ihr nicht gebunden seid, ist das jetzt erstmal etwas leichter, aber ihr wisst ja nicht, ob vielleicht der andere gebunden ist und dann überträgt sich das Problem auf denjenigen, mit dem ihr am Flirten seid. Also heikle Phase, da würde ich jetzt liebesmäßig kein Risiko eingehen, sondern wie ich auch schon in der kosmischen Schwingung gesagt habe, langsam angehen, gelassen an die Sache rangehen und nicht zu viel riskieren. Aber das ist ja sowieso nicht eure Art. Dann haben wir trotzdem am Freitag, den 7. und am Samstag, den 8. ein Top-Tag für prickelnde Begegnungen, auch mit langfristigem Potenzial. Das ist einfach eine schöne Zeit. Da habt ihr den Mond bei euch in der Jungfrau. Der Mondknoten steht hier noch in Verbindung. Der Mond macht dann nämlich hier zu dieser Affärenkonstellation einen guten Aspekt und aktiviert eben auch den Mondknoten. Das heißt, wenn ihr ein Risiko eingeht und vorsichtig seid, kann daraus sich auch was Langfristiges entwickeln. Und für diejenigen, die ungebunden sind und kein Problem haben, ist das bestimmt wirklich ein schöne Zeit, der 7. und der 8.4. So, und ja, und ab dem 8.4. oder kurz danach geht ja dann eben die Venus in dieses harte Quadrat zu Saturn. Und das spitzt sich dann langsam zu, immer mehr und bis zum 21. April dauert dann diese Phase. Und das heißt, romantische Liebesträume können dann eben in Konflikt mit der familiären Verantwortung geraten. Und die hätten wir hier, ne? Saturn ist hier die familiäre Verantwortung, hier haben wir die Venus bei euch im Begegnungshaus. Aber da sieht es nach Verletzung der Gefühle aus. Also nochmal der Rat, deswegen seid schön vorsichtig, wie es auch eurer Natur entspricht. Denn langfristig ab dem 21. und dann auch ab dem 3. Mai, vor allen Dingen wieder, wenn Merkur auch wieder direktläufig ist, entspannt sich die Lage. Und ihr solltet vielleicht einfach so eine Situation, auch wenn sie noch so prickelnd erscheint, einfach ein bisschen abwarten, ein bisschen verzögern und dann euch das Ganze im Mai nochmal angucken. Da stehen die Sterne auch dann gut für euch. Ja, am 10. habe ich gar nicht erwähnt. Am 10. wird ja dann der Merkur auch rückläufig. Das ist für euch natürlich auch sehr wichtig, weil es euer Herrscherplanet ist. Und das im Haus der Pläne. Ne? Da können eben wirklich dann Pläne nochmal revidiert werden. Und am 11. haben wir dann auch den Neumond. Vollmond. Entschuldigung. Also, das ist dann der Vollmond, der dann auch nochmal beleuchtet, wie weit seid ihr gekommen mit euren Ideen, mal was Neues zu machen mit dem bestehenden Partner. Ne? Da kann man dann gucken, ob man da vielleicht schon bisschen weitergekommen ist. Und da ist aber auch noch mal die Gefahr, dass falls irgendwie da noch Dritte im Spiel sind, eine Affäre im Spiel ist oder hier irgendwas läuft, was mit eurer Lebensfreude zu tun hat oder mit euren Hobbys oder mit irgendwas, was ihr für euch tut, was dem Partner nicht gefällt, das könnte unter dem Vollmond halt auch entsprechend sich zuspitzen und ein Schlaglicht bekommen. Und da müsst ihr eben auch gucken, ob ihr eure Beziehung dann in Frage stellt oder ob ihr ganz klar wisst, dass ihr zusammengehört. So, der 13. ist dann aber wieder ein Top-Tag für euch. Da haben wir den Mond im Skorpion, der aktiviert hier euer drittes Haus des Liebesgeflüsters und der Verbalerotik und macht einen schönen Aspekt wiederum hier zu dieser erotischen Konstellation, die ja auch wieder gut zur Jungfrausonne steht. Es könnte also ein sehr prickelnder Tag sein, je nachdem, wenn ihr gerade in einem Flirt seid oder frisch verliebt. Am 15. wird dann die Venus wieder direktläufig. In der Zeit ist sie dann stationär. Das ist einmal eine gute Nachricht, weil dann eben auch diese Zeit vorbei ist, wo Liebespläne sich auch immer wieder ändern. Aber sie muss zunächst eben noch wie durch so ein Nadelöhr hier durch dieses Quadrat durch, habe ich ja schon gesagt, was bis zum 21. geht und in dieser Zeit besonders angespannt ist. Und deswegen auch nochmal
mit sich bringen kann, dass romantische Liebesträume zerplatzen oder ihr müsst eben Kompromisse finden, wie ihr Liebesträume und die Realität in Einklang bringen könnt. Am 19. spätabends geht ja dann die Sonne in den Stier, auch wieder bei euch ins 9. Haus. Und eure Pläne erhalten damit Auftrieb und auch vielleicht die Lust zu verreisen, wenn ihr nicht sowieso schon unterwegs wart oder wenn ihr jetzt gerade aus den Osterferien wiederkommt, habt ihr dann aber vielleicht schon Lust auf die nächste Reise. Oder ihr überlegt euch eben, wie ihr euch fortbilden könnt. Jungfrauen sind ja auch immer klug und immer bestrebt, noch etwas dazuzulernen. Das sind 4 schöne Wochen, um Pläne zu machen. Nur eben mit leichtem Vorbehalt bitte noch, weil der Merkur ja noch rückläufig ist und deswegen bis zum 3. Mai sich Pläne nochmal ändern können. Deswegen erstmal ein bisschen planen und dann am 3. Mai nochmal neu bewerten, eventuell Termine nochmal anpassen. Ne? Genau. Am 20. geht Merkur während seiner Rückläufigkeit auch wieder in den Widder, ins 8. Haus. Da solltet ihr dann nicht so viel über die gemeinsam gemachten Entscheidungen nachgrübeln oder die in Frage stellen, ne? Sondern die Zeit einfach mal noch ein bisschen abwarten und in der Zeit auch keine Verträge unterschreiben. Das ist besonders wichtig, weil es bei euch im Haus der Verträge stattfindet, wenn es geht. Ja, dann haben wir aber noch ein Top-Wochenende für euch. Nämlich am 22. und 23. April, da haben wir den Mond in den Fischen in eurem Begegnungshaus und es begünstigt einfach die Liebes- und die Romantikenergie und lässt euch nochmal alle, vielleicht auch nochmal alle Vorsicht vergessen, aber es ist einfach sind 2 schöne Tage zum Genießen, vielleicht zum Ausgehen, um was zu erleben. Und dann haben wir ja den Neumond am 26., der ist auch wieder im 9. Haus bei euch, also auch das bestärkt wieder die Lust am Planen, die Lust, den Horizont erweitern, sich was zu überlegen für die nächsten 4 Wochen, aber sonst auch gerne für die nächsten 12 Monate. Könnt ihr ja mal überlegen, was ihr noch vorhabt, wo ihr entweder noch was dazulernen wollt oder wo ihr verreisen wollt oder vielleicht auch, dass ihr unter dem Neumond sogar jemand Neues kennenlernt auf einer Reise oder aus dem Ausland. Das ist auf jeden Fall auch ein schöner Neumond für euch. Dann haben wir am 28. den Übergang von der Venus, die ja dann wieder vorwärts läuft und in euer Ehehaus läuft. Das ist nochmal Auftrieb und schöne Liebesenergie für feste und bestehende Partnerschaften. Wenn ihr eine Ehe habt, ist das sehr schön. Und dann haben wir Merkur Uranus auch an dem Tag und das ist dann gut für humorvollen Austausch mit eurem Schatz, aber eben nicht zu ernst nehmen, weil ja Merkur noch rückläufig ist. Zum Tanz in den Mai geht der Mond in den Krebs, das ist dann auch schon wieder beinahe ein Top-Tag für euch, weil der Mond da gut steht für Freunde und deswegen ist es eine gute Zeit, um mit Freunden da loszuziehen. Aber da habt ihr eben auch Top-Romantik-Sterne mit Venus im Begegnungshaus und natürlich dem Oberromantiker Neptun, der euch die rosa Brille aufsetzt. Ja, das waren die Konstellationen des Monats. Dann noch ein kleiner Tipp. Ich habe am 24.03. wieder Antonias Sterne als Webinar. Da stehe ich euch zur Verfügung, um euch Fragen rund um euer Horoskop zu beantworten. Wenn ihr daran vielleicht mal teilnehmen wollt, findet ihr alle Infos dazu auf meiner Webseite. Ja, und dann jetzt zur Verlosung. Auch diesen Monat gibt es wieder etwas zu gewinnen, und zwar diesmal ein Partnerhoroskop als schriftliche Ausführung, als Computerhoroskop von mir selbst erstellt. Und das verschicke ich dann als PDF. Und um da mitzumachen, da werdet doch bitte Abonnent meines Kanals und schreibt mir einen netten Kommentar. Und dann könnt ihr an der Verlosung teilnehmen. Dann möchte ich noch darauf hinweisen, dass ich natürlich auch sehr gerne euch persönlich berate. Und um eine Beratung zu buchen und euch schlau zu machen, was ich da so alles im Angebot habe, was es kostet und wie es abläuft, könnt ihr auf meiner Webseite vorbeischauen. Da habe ich jetzt ganz toll neu eingerichtet, sodass man die Beratung dann auch gleich bestellen kann, buchen kann. Und dann machen wir einen Termin und dann kommen wir dann bald zusammen. Ja, soweit also die Konstellationen. Mit ein paar Videotipps hier noch im Abspann verabschiede ich mich jetzt und wünsche euch alles Gute mit den Sternen.